Schön ungemütlich in so einem doofen Container hier. Aber anders kann man, glaube ich, nach Schwatzingen gar nicht anreisen hier. Gehört, hier soll es ganz schön schön sein. Schwatzingen ist so eine neue Stadt. Bin mal gespannt, wo wir hier langkommen. Oh. So. Ich glaube, viele Bewohner hat Schwatzingen noch nicht. So. Oh, ich laufe auf der falschen Straßenseite. Wenn das die Polizei sieht, dann habe ich ein Problem. Oh, da vorne ist jemand. Hallo. 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 Bisschen arrogant hier. Videoüberwachung. Okay, hallo. Hat auch keinen Bock mit mir zu reden. Du vielleicht? Nee. Hm. Hallo. Okay. Ich muss mal erst... Das, da ist jemand. Hallo? 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 Bleiben Sie mal stehen. Uff. Hallo? Warum sind Sie denn auch zu Fuß unterwegs? Ah, hallo. Ja, ich bin hier neu. Ja, ich auch. Ah. Hallo. Wie sind Sie denn angekommen? Oh, ganz gut. Okay. Auch mit dem Schiff oder wie war es bei Ihnen? Ja, ich bin hier mit dem Schiff hergekommen. Ja, waren Sie auch da hinten auf dem Containerriesen? Oh, ja. Da war so ein Containerschiff. Ja, da war ich auch drauf. Na, ich war in dem roten Container und Sie? Ja, ich war auch in einem Container. Ja. Illegal ja. Eingereiste hier. Ja, illegal eingereist. Und jetzt, wo laufen Sie hin? Richtung Sonne? Ja, mal schauen. Ja. Wo gehen Sie hin? Ja, das ist gute Frage. Ich weiß noch nicht, wo hier was ist. Ja, ich auch nicht. Okay. Machen wir. Ja, ich werde mich mal umschauen, da vorne das Gebäude anschauen und so. Aber Sie, ja. Ich habe gehört, Sie müssen auf der richtigen Straßenseite laufen. Ah. Ja. Ja, ja. Sonst kommt da noch einer und fährt uns über den Haufen. Ja. Jo, ja. Also, Servus, gell? Wir sehen uns bestimmt ja. Irgendwann mal wieder. Servus. Servus. Tschüss. Tschüss. Na, witziger Geselle. So. Ich glaube, das ist hier so ein so ein Milchdorf hier. Naja. Der Hofer, der läuft auch da lang. Dann gehe ich einen anderen Weg. Ich will nicht dem hinterherlaufen. Nachher sagt er, ich habe ihn verfolgt und bezichtigt mich hier, dass ich irgendwas gemacht hätte. Darauf habe ich keine Lust. Also ich habe kein Geld. Ich muss mir irgendwie Geld verdienen. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie... recht schnell hinkrieg. Oh, da vorne kommt noch ein Gebäude. Oh! Da. Da gibt's was. Glaube ich, genau. Hoffentlich kriege ich keine Zecken hier. Frühherbst. Kann das schon mal passieren. Hallo? Ja. Hallo? Guten Tag. Hallo. Ich heiße Volker Varona und Sie? Hallo. Ich bin der Jürgen Rasix und das ist mein Mitarbeiter Tobias Knoll. Ah, was arbeiten Sie? Wir sind der Bauhof. Wir sind Bauhof. Ihr seid Stadtmenschen, also Gemeindemitarbeiter oder wie? Ja. Das ist gut. Sie? Ich?
Ich bin arbeitslos. Sie sind noch arbeitslos. Ja. Ah. Ich hätte gerne einen Job, aber ich weiß noch nicht was. Ja, momentan haben wir auch nicht viel zu tun. Wir sind auch am Besprechen, welche Fahrzeuge wir holen. Ach so. Ein Fahrzeug wäre auch nicht schlecht. Ja. Aber ich habe keine Kohle, von dem her kann ich mir auch nichts leisten. Ja, wir könnten mal gucken, wenn wir gleich Fahrzeuge haben, könnte ich Sie nochmal anrufen, ob Sie, wenn Sie Lust haben, die Fahrzeuge mit hoch zum Bauhof zu fahren. Ja, das wäre ja super. Führerscheine habe ich alle. Ja, das ist gut. Perfekt. Bis auf dieses große Zeug. Warte mal. Wie heißt denn das? Diese Feldhäcksler und so. Also die darf ich nicht fahren. Ah, nee, die brauchen Sie wir haben einen nicht. Baggerschein? Ein Bagger, ja, ein Bagger auf Privatgrund darf ich den ja fahren, oder nicht? Ja, natürlich. Ja, dann fährt Aber einer den von uns ein hoch. LKW mit Tieflader oder sowas, das kriege ich hin. Okay. Der Hofer, der ist auch hier unterwegs. Den habe ich gerade schon getroffen, da hinten, dieser Kennst du Harry. den schon? Den habe ich gerade schon da Okay. hinten auf dem Feld getroffen. Der ist mir auch neu. Ja, der ist mir auch neu, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber da hinten scheinen einiges zu stehen. Ja. Ja, ich geh da mal hin. Also, wenn ihr was Ja, habt, okay. dann braucht ihr meine Telefonnummer noch? Können wir Ja, ja. bitte. Das wäre die 789 Ja. 456 4, 5, 6, ja. und die 123 am Ende. 1, 2, 3. Ja, Ja, danke. also bis Dann. Dankeschön. später vielleicht. Tschüss. Ja, okay. Auf Tschüss. Wiederschauen. So. So, gut. So, ja. Der Hofer Harry, der ist auch schon wieder da. Ist ein prächtiger Bau hier, aber irgendwie alles noch ein bisschen leer. Hallo? Als schönen guten Tag. Servus. Servus. Wie geht's Ihnen? Also ich bin der Varuna Volker. Volker Varuna. Schönen guten Tag. Und Grüß Gott. Sie? Ich bin in der Ludwig Schmidt. Ah, Ich guten bin Tag. der. Und Sie? Ich bin der Sepp Hans, aber bitte nennen Sie mich Sepp. Sepp, ja dann nennen Sie mich einfach Volker. Passt, mach mal. Super. Und Sie arbeiten hier beide, oder? Na, ich kauf gerade Geräte beim Herrn Schmidt. Ah, dann sind Sie der Händler. Ja, mal Aushilfshändler, sag ich mal. Also ich muss einen guten Kollegen aushelfen, weil er zurzeit mal keine Zeit hat und. Okay. Gut, aber hier ist ein bisschen leer. Ich weiß gar nicht. Ja, ein bisschen leer ist hier. Ja, eben. Um das kümmert sich eben dann mein Freund, dem ich gerade ein bisschen aushelfe. Okay. Aber immer wenn jemand eine Maschine kauft, bestelle ich sie einfach und dann kommt sie gleich. Okay. Gut. Aber Sie haben auch keine Arbeit für mich. Nee. Leider nein. Also vielleicht fragen Sie dann eben meinen Freund dann, wenn er kommt wieder, aber ich kann jetzt so ja leider nichts machen. Okay. Mich hat schon wer andere gefragt um Arbeit. Tut mir leid. Na, schade. Okay, ja, dann bis die Tage mal. Tschüss. Ja, passt. Okay. Bitte. Tschüss, bitte. So. Das wird ja spannend. Zwei. Okay. Und ja, passt. Perfekt. Dankeschön. Ja, Wir bitte. werden uns sicher mal Ja, ja. übersehen. Perfekt. Ja, werden wir uns mal sehen, ja. Dann wünsche Kann ich ich Ihnen noch noch einen schönen Tag. vom Kollegen oder auch noch eine Ja, Telefonnummer? natürlich, natürlich. Bedienen Sie. Tja, So, das ist wohl das erste Equipment von dem Sepp Hans. Okay. Sieht ja schon mal gut aus. Aber ich brauche irgendwas muss ich machen. Ich habe gar nichts. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll.
Das ist ein bisschen, ich habe mir gedacht, ich komme hierher in eine neue Stadt und dann hatte ich gleich direkt was zu arbeiten, aber irgendwie. Ne, ich mache erstmal einen Spaziergang. Also, ich mache mal einen Spaziergang, vielleicht hat dann jemand was zu arbeiten für mich. Ich mag es ja draußen in der Natur. Deshalb gehe ich mal da. Oh, da ist ein Fuchs. Da ist ein Fuchs. Sagte ich, es wäre ein echter Fuchs, aber der ist hier nur aufgestellt. Ist nur eine Pappe. Okay. Eieiei. Ganz schön bergig hier. Bin mal gespannt, ob ich da ganz nach oben komme. Wow, die Nadeln, die kratzen so. Aber irgendwie, ich glaube, hier wird's nix. Ist schlecht. Muss mal ein bisschen hier lang laufen. Also der Baumbestand hier ist, naja, gell, das sind schon ein paar tote Bäume sind drin. Da müssen wir mal so vielleicht mal ein paar Bäume fällen hier. Dass der. Oh, hier, die Vögel. Dass der Baumbestand sich hier mal nicht komplett kaputt geht. Ich habe keine Lust mehr herumzulaufen. Alter, wo bin ich denn hier? Bin ich ein bisschen verlaufen. Ich sehe nicht mal einen Weg. Da ist nichts. Ah, da unten ist ein Weg. Okay. Oh. Hier kommt der Weg hoch. Gut. Dann laufe ich mal noch ein Stück weiter. Ganz schön ätzend hier. Da hat der Forst. Der Forst wird vielleicht schon ein bisschen was gearbeitet. Da ist ein ordentlicher Holzstapel hier. Oh. 2018 wurde die Kapelle hier erbaut. Na dann, Halleluja. Irgendwie sieht nicht, was drin ist. So eine Hütte wird mir ja reichen, wenn ich da mal ein bisschen pennen könnte. Oh, Windräder gibt's ja auch. Aha. Oh, hier hat man aber eine schöne Aussicht. Also richtig auf Ökostrom setzen die hier. Schon ein bisschen, aber nicht so richtig. Ich gehe mal gerade hier. Na, ich komme hier nicht durch. Ah, jetzt. So. Hallo? Hallo? Ich höre irgendwie Stimmen. Ich habe gerade Ihre Handynummer bekommen. Also, Sie haben mich aber nicht angerufen. Ich habe Sie schon angerufen. Ich habe aber nichts gehört. Ich habe schon einen Klingelton. Ja, was wünschen Sie? Ja, ich wollte mal fragen, ob du hier bei dem Händler, hast du da auch einen Auftrag bekommen oder so? Nein, ich bin im Wald. Ah, wollte nur mal Deshalb so, dass, weil ich jetzt deine Handynummer bekommen habe, ja. wundert es mich, dass du mich aber hier überhaupt erreichen kannst. Bin, oh, da steht noch. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr hier im Wald.
Ja, ich habe schon Ja. den zweiten Fuchs gesichtet. Ich stehe wieder auf. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Was war denn das jetzt? Wollte der mir sagen, dass ich nichts kann oder wie? Ja, Onkel Specht ist auch da. So, warte mal, wenn ich hier jetzt runterlaufe. Also der Händler war, glaube ich, auf der Seite. Ich laufe mal wieder in die Richtung, weil wenn der jetzt sagt, er hat einen Auftrag bekommen, dann könnte man da vielleicht auch noch was kriegen. Aber wenn ich jetzt zu weit weg bin, dann geben die den Auftrag vielleicht wieder dem Typen. Deshalb laufe ich mal schnell zurück. Wenn wir heute noch einen Auftrag an Land ziehen, das wäre ja optimal. Sogar richtig. Mich nicht verlaufen. Oh, da steht aber schon einiges rum. Gehe ich doch gerade mal spitzeln, ob da irgendwas für mich dabei ist. Oha. Hallo? Das ist jetzt so nicht geplant. Hallo. Okay. Hallo. Jetzt hatte ich aber gerade hier eine kurze Zeitreise. Ja, es gibt so, kurz auf RP. Es gibt einen Mod, der blockiert hier ein bisschen, wenn man Tab drückt, dann springt man durch die Fahrzeuge. Deshalb kurz kleines Problem. Okay. So. Gut. Jetzt fährt der Sepp Hans weg. Oh, der muss aber, glaube ich, einen Führerschein nochmal machen. Jetzt gucke ich mal gerade hier. Gekostet. Hallo, Herr Schmidt. Schönen guten Tag. Führen Sie Selbstgespräche? Nein, ich habe nur gerade mit jemandem gesprochen. Aber hier ist doch gar niemand. Ja, jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ich lasse mal die zwei Herren vor, weil ich kann ja sowieso nichts kaufen. Ich habe kein Geld. Hier sind gerade keine. Herr Varuna, Sie waren Ja. vor uns. Ja, ich habe kein Geld, ich kann nichts kaufen. Von dem her dürfen Sie ruhig. Also, Ich gucke mir dann nur. probier es, leg los. Wir hätten hier eine Großbestellung. Ich weiß nicht, ob gescheiter wäre, wenn Sie schreiben. Also, der Herr I Jürgen würde jetzt etwas kaufen, oder? Ja, wir sind Bauunternehmen zusammen. Also zusammen, okay, dann schreibe ich jetzt. Ich muss eben leider alles aufschreiben. Der Tobias, der legt jetzt los. Ja, auf Ordnung achten die hier ja schon. Braunglas, Grünglas, Dosenschrott. Wenn ich hier den Stecker ziehe, was passiert denn dann? Strohback. Lol. Salz haben sie auch da. Ich hoffe mal, dass der Winter hier nicht so schlimm wird. So. Sieht alles ein bisschen kahl aus hier noch. Der Neumann ist auch da. Was ist denn der? Ne, da steht noch einer rum.
Hallo, Herr Neumann. Ja. Ich weiß gar nicht, woher ich Ihren Namen kenne. Hallo. Hallo. Sie sind, Sie haben eine John Deere-Mütze auf. Wie bitte? Sie haben eine John Deere-Mütze auf. Kann gar nicht sein. Doch. Und ein rotes Hemd haben Sie an. Und eine Sonnenbrille. Ach so, ja, das ist... War gerade... Wer sind Sie denn und was machen Sie? Ich bin der LU-Chef. Hier gibt es ein Lohnunternehmen in Schwatzing. Ja. Also so viel habe ich also in Schwatzing. Uns, wenn Sie uns, wenn Sie mal Hilfe brauchen, wir kommen sind Sie gerne mal auf da. Die Seite schnell. Man kann erzählen, was man will. Sorry Leute, off-topic, aber ich habe vorhin gesagt, nicht per Tab einsteigen. Jetzt macht es wieder, Leute, ey. So. Das war jetzt auch auf Aufnahme, oder wie? Nee, das ist in der Aufnahme. Aber, ja, ich verabschiede mich mal hier. Am Ende dieser Folge. Den Marlon Neumann wird man in der nächsten Folge nochmal genauer kennenlernen, hoffe ich. Und ja, dann bis morgen. Ciao.